Was halten Sie eigentlich von den Witzen, die man sich über die Schotten erzählt? Meiner Meinung nach sollte man sparsamer damit umgehen, Sir. War das ein Witz? Ein schottischer. Hallo? Oh, Sie sind schon in Edinburgh, Mr. Reiter. Das ist ja sehr schön. Und wann darf ich Sie hier erwarten? Ja, wir sollten wirklich keine Zeit mehr verlieren. Wie bitte? Ach so, Sie wohnen selbstverständlich bei uns im Gästehaus. Gut. Bis bald. Was gibt's, Banks? Ja, was ist mit der dritten Fuhr, Mr. McNoy? Soll ich noch am Vormittag raus? Das hat Zeit bis Nachmittag. Wir bekommen Besuch. Sind das wir die Leute von der BBC? Nein, sowas Ähnliches, Banks. Ein Schriftsteller, der über Whisky-Herstellung schreiben will. Schreib über Whisky. Sollen lieber trinken. Also bis nachher. Entschuldigen Sie unsere kleine Verspätung, Mr. McNorn, aber wir haben die Entfernung doch ein wenig unterschätzt. Das macht doch nichts. Jedenfalls haben wir Zeit für einen Schluck von unserem guten alten Whisky. Vielen Dank. Lagern Sie ihn wirklich so lange wie auf den Flaschen versprochen. Ehrenwort. Allerdings in Fässern. Kann ich endlich meine Hose wieder anziehen, Cleve? Komm mir schon langsam wie eine Revue-Nummer vor. Na Mensch, oh Mädel, so fallen wir wenigstens mal nicht auf. Hier können Sie uns nicht mehr entwischen. Hoffentlich geht's nicht wieder in die Hose. Eigentlich stießen wir per Zufall darauf. Mehrere Whiskyfässer im Lagerhaus waren entweder halb oder völlig geleert. Also Diebstahl. Es ist uns rätselhaft, wie diese Diebstähle ausgeführt wurden. Die Lagerhäuser stehen unter strengem Verschluss. Natürlich, Mr. Render. Aber ich denke, ich sollte Ihnen das alles zeigen. Auffallen wird es nicht. Ich habe Sie als Schriftsteller angekündigt, damit Sie sich ungezwungen bewegen können. Demnach unterstellen Sie es für, dass der oder die Täter hier in der Destillerie zu suchen sind? Anders kann ich mir das eigentlich nicht vorstellen. Darf ich Ihnen meine bescheidene Hilfe anbieten? Hier das Gepäck. Ich habe mir gedacht, ich hole es schon mal rüber. Der Gesamtvorgang ist sehr einfach. Das Ausgangsprodukt, die Gerste, wird gereinigt, gewässert und dadurch zum Keimen gebracht. Die gekeimte Gerste wird über einem Torffeuer getrocknet. Das ist der sogenannte grüne Malz. Er wird in diesen Maschinen ein weiteres Mal gereinigt und anschließend fein gemahlen. Wenn Sie bitte weiterkommen. In diesem Bottich wird der gemahlene Malz mit heißem Wasser gemischt. Dadurch wird ihm der Zucker entzogen. Womit wir immer noch keinen Whisky haben. Nein, leider. Ganz so einfach ist der Vorgang doch nicht. Offensichtlich nicht so einfach. Offensichtlich. In diesen Holzbottichen wird die nun entstandene Würze, also die süße Flüssigkeit, durch Zusatz von Hefe zur Gärung gebracht. Der Zucker der Würze verwandelt sich in Alkohol. Leider immer noch kein Whisky.
Dieser Alkohol wird nun zweimal destilliert. Aber selbst der zweite Durchlauf bringt noch nicht die gewünschte Qualität. Daher verwenden wir nur den reinsten Teil dieses zweiten Destillats. Er gelangt zur Reife in die Eichenfässer. Um auf rätselhafte Weise zu verschwinden. Das ist nur durch den Zollbeamten möglich. Oh, das ist schon sehr beeindruckend. Was würden Sie sagen, Mr. McNall? Wie viel enthält ein Fass? Ja, das kommt drauf an, Mr. Render. Wir haben hier verschiedene Fässer. Das sind 50 Gallonen Fässer, das sind 100 Gallonen Fass. Ah ja, würde für den Rest meines Lebens reichen. Wer weiß, ja. In diesen Fässern lagert der Whisky über viele Jahre. Dabei entsteht durch Verdunstung ein Verlust von rund 25%. Ja, ja, oder 100%, wenn man ihn nicht reifen lässt. Ja, wobei wir beim Thema wären, Mr. Rander. Wie sind die Diebe ins Lager ausgekommen? Tja. Man darf doch wohl von der Voraussetzung ausgehen, dass die Zollbeamten integer sind. Absolut. Dabei brauchen Sie gar nicht erst an Nachschlüssel zu denken. Unsere Lagerhäuser sind über Nacht von einer Hundestreife scharf bewacht. Die Diebe arbeiten also mit einem Spezialtrick. Wann haben Sie die Diebstähle zum ersten Mal bemerkt? Ungefähr vor einer Woche. Ah ja, und glauben Sie, dass die Diebstähle weitergegangen sind? Ich bin sicher, Mr. Render. Der Zoll und ich sind gerade dabei, diskret festzustellen, wie groß der Verlust eigentlich ist. Demnach muss also jedes Fass einzeln kontrolliert werden. Ja, allerdings eine Heidenarbeit, die nur der Zoll und ich ausführen können. Wir wollen außer Ihnen keine Personen mehr ins Vertrauen ziehen. Fast so echt wie ein Foto, Miss. Er ist hoffentlich als Kompliment gedacht. Ne? Na klar. Sie arbeiten dort unten in der Distillerie? Ja, guter Job. Wir haben einen erstklassigen Whisky. Sehr gesund. Passt mir aber gar nicht, Cleef. Nachtwächter mit Hund. Der haut auch wieder ab. Achtung! Unser Auftritt. Sein oder nicht mehr sein, das ist hier keine Frage. Ein Verlust von 160 Gallonen Whisky. Das allerhand. Wobei festzustellen wäre, Sir, dass die Kontrolle der Lagerbestände noch nicht abgeschlossen ist. Ihr Whisky, Sir. Danke. Und doch noch etwas übrig geblieben. Wie viele Liter sind das eigentlich, Mr. Parker? Rund 800 Liter, Miss Carlson. Die wollen erst einmal ausgetrunken sein. Ich will sagen, herausgeschafft werden. Eine beachtliche Menge und ein beachtlicher Gewinn, wenn ich an die horrenden Getränkepreise denke. Dann muss es sich doch um mehrere Personen handeln. In der Tat, Miss Carlson. Ich muss allerdings gestehen, dass mein letzter Rundgang ergebnislos verlief. Vergitterte und verschlossene Lagerräume, Hundestreifen. Möglicherweise hat die Polizei irgendetwas übersehen. Sie hat sich noch nicht offiziell eingeschaltet. Man will die Diebe nicht unbedingt aufmerksam machen. Moment. Was ist denn das? Ich werde mich sofort informieren, Sir. Thank you.
Könnte von einem Damenrock stammen. Das ist er eigentlich zu dick. Es könnte sich um einen Schottenkilt handeln, Sir. Wäre möglich. Der Hundeführer will zwei Gestalten gesehen haben. Zwei Gestalten und ein schallgedämpfter Schuss, der schon fast so etwas wie ein Markenzeichen geworden ist. Das passt zusammen. Cleveland und Longless im Schottenröckchen. Hoffentlich hat der Hund nicht nur den Stoff erwischt. Au, pass doch auf, Longy. Tut mir leid, Cleve, es muss sein. Aha. Jetzt weiß ich endlich, was unter einem Schottenrock steckt. Na, mach schon. Ein ausgesucht scharfes Exemplar, wie ich vermuten darf. Das müssen Sie heute Nacht mitbekommen haben. Er würde doch jeden Fremden hier auf dem Gelände sofort stellen. Klar. Sie können es ja mal versuchen. Aber ihm wohlbekannten Personen gegenüber wahrscheinlich sanft wie ein Lamm. Natürlich, darauf können Sie sich verlassen. Aber was soll denn das alles? Ich danke Ihnen für Ihre Auskunft, Mr. Harold Pinter. Halten Sie eigentlich von Ihrem Wachmann, diesem Pinters, Mr. McNall? Absolut vertrauenswürdig. Pinters arbeitet schon seit Jahrzehnten hier. Übrigens, das ist die Maische. Hochwertiges Viehfutter, das wir an die Landwirtschaft verkaufen. Ja, Gerstenrückstände, nicht wahr? Ja, ganz recht. Lagerschuppen, die vergittert und verschlossen sind. Ein Nachtwächter mit einem besonders scharfen Hund, Sir. Dennoch verschwand der Whisky und es ist damit zu rechnen, dass sich die Diebstähle wiederholen. Wo liegt der Schlüssel zu diesem Rätsel? Vielleicht gibt es einen unterirdischen Gang. Danach habe ich mich bereits bei Mr. McNall erkundigt. Er hat mir die alten Baupläne gezeigt. Ein unterirdischer Verbindungsweg ist in Ihnen jedenfalls nicht eingezeichnet. Aber die Diebe können doch nicht durch die Luft kommen wie Geister. Whisky-Geister. Ein interessanter Hinweis, Sir, der man nachgehen sollte. Wenn Sie erlauben, Sir, so werde ich mich für den restlichen Tag entfernen, um mich auf die Geisterstunde vorzubereiten. Die neue Ladung. Gut, Banks, laden Sie ab. Wird wohl erst die letzte Sendung sein, oder? Wieso denn? Von uns aus kann es weitergehen. Los, Joe, abladen. Hallo, Miss. Hallo, Joe. Wie viel bringen Sie denn, Banks? Ah, 20 Kanister. Mehr war nicht zu schaffen. Übrigens, dieser komische Butler, also auf den müssen wir verdammt aufpassen. Der Bursche schnüffelt überall herum. Glauben Sie, dass er Verdacht geschöpft hat? Ja, schwer zu sagen, aber McNall ist neuerdings häufiger im Schuppen als in seinem Büro. Vielleicht sollten wir mal eine Weile aussetzen. Nein, Miss Nottingham. Heute Nacht! Augenblick! Heute Nacht müssen wir noch mal richtig reinlangen. Hier, Miss. Bestens gelagert. Mindestens 12 Jahre alt. Ich dachte an die sprichwörtlichen kapitolinischen Gänse, die Hunde an Wachsamkeit bei weitem übertreffen. Wo haben Sie sie her, Parker? Direkt vom Kapitol? Aus einem landwirtschaftlichen Betrieb, Sir. Sie waren nicht gerade billig. Und Sie glauben wirklich, dass Ihre Gänse Alarm schlagen werden? Ich darf darauf hinweisen, Miss Carlson, dass es Whiskybrennereien gibt, die noch heute ihre Fasslager von Gänsen bewachen lassen. Bei Einbruch der Dunkelheit werden die Gänse Posten erzielen. Und was ist mit dem Hund?
Hat heute frei. Darf ich Ihnen meine Hilfe anbieten? Guten Abend, meine Herren. Zollfahndung. Guten Abend. Hoffentlich haben Sie ihn fachgerecht gelagert. Was soll das, Banks? Tut mir leid, Miss Nottingham. Man hat mich gezwungen. Hallo, Miss Nottingham. Und jetzt mal wieder schön aufladen, Banks. Darf ich Ihnen einen Platz in unserem Wagen anbieten, Miss Nottingham? Das arme Tier. Sie hat doch ihren Rausch gut ausgeschlafen. Ungewöhnlich, nicht? Eine Gans, die einen Kater hat. Whisky auf Brot. Die Täter wollten besonders schlau sein, aber gerade das wurde ihnen zum Verhängnis. Banks und Harrison haben natürlich die Gänse bemerkt. Genau das, was wir wollten. Die Burschen mussten also in dem Schuppen sein, in dem sich die Gans nicht meldete. Und was hat diese Miss Nottingham damit zu tun? Miss Nottingham hat in Glasgow ein Nachtlokal. Banks und Harrison lernten sie dort kennen. Wie sind Sie eigentlich auf die Idee mit den Gänsen gekommen, Mr. Parker? Da der Wachhund verständlicherweise niemals anschlug, weil er mit Banks und Harrison bekannt war, erinnerte ich mich an ein einschlägiges Kapitel der römischen Geschichte. Nur, dass diese Gans nicht zu stattern brauchte, um schottische Geschichte zu machen, wenn ich es ausdrücken darf.